Okay, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, liebe Freunde. Heute mit dabei jemand ganz Besonderes, jemand ganz Spezielles, jemand ganz Neues. Und zwar der liebe Tribunio. Tschüss. Jo, der verpiss dich einfach. Bleib mal hier, kleiner Lieb. Hinter dir. Ach so, da bist du. Ja, auf jeden Fall, Freunde. Heute gibt es mal etwas ganz Neues, was es eigentlich schon so auf YouTube ziemlich oft gab mit der Minecraft-Szene. Aber dennoch habe ich mir gedacht, komm, ich mache sozusagen eine Art neues Format. Und zwar habe ich vor, gegen irgendwelche YouTuber jetzt demnächst ein paar 1 gegen 1 zu spielen. Also hier im Kit-PvP-Modus, den es jetzt neu aufkommen gibt. Und als allererstes habe ich mir den lieben Tribunio ausgesucht. Und ich würde sagen, wir gehen einfach los in die erste Runde. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Freunde, die Runde fängt jetzt auch schon an. Und wir haben das OHC-Kit. Logischerweise habe ich ja gerade eben auch schon angesprochen. Und ich würde sagen, wir versuchen einfach mal den Tribunen zu killen. Wenn wir das Ganze nicht schaffen sollten, Freunde, dann gibt es auch eine kleine Bestrafung. Und die werden wir aber erst am Ende erfahren. Und ach du Scheiße, Alter, der holt mir schon ein paar Hits raus. Oh, nice, Alter, habt ihr den ersten Kampf gewonnen. Ich würde sagen, jetzt steht es eigentlich schon mal 1 zu 0. Ja, jetzt würde ich sagen, ist mal Minecraft gecrashed. Ernsthaft? Ja! Ist nicht witzig. Doch. So, Freunde, Runde Nummer 2 fängt jetzt auch schon an und ich glaube, wir machen das Ganze in Form eines Best of 3, ja, nee, Best of 5, das ist dann, ne? Ja, ich gebe mir ein paar Chancen. Der Erste, der die 3 Runden gewinnt, der hat dann auch sozusagen das ganze Battle zwischen uns gewonnen und dann gibt es am Ende auch eine kleine Bestrafung, die ich aber erst dann verkünden werde, wenn Tribune verloren hat, weil dann mache ich die Strafe ein bisschen schlimmer. Und du bist in der Lava, das ist auch sehr schön. So. Ist schnell nicht schön. Goldapfel nehmen. Nein, mein Lieber, nein. Ja. Goldapfel nimmst du nicht rein. Was wenigstens lecker. Die Lava nimmst du. So, mein Lieber. Das war's jetzt mit dir. Ach du Scheiße. Oh, nice. Alter. 2 zu 0, Freunde. Dann haben wir das Ganze eigentlich auch schon komplett gewonnen und es ist sozusagen ein K.O.-Win. Und ich würde sagen, gehen wir rüber zur dritten Runde und auch sozusagen zum dritten Sieg vielleicht, Freunde. Und ja, bis gleich. So, Freunde, wir sind auch schon in Runde Nummer 3 und somit eigentlich auch sozusagen beim Matchball. Das heißt, Freunde, wenn ich jetzt die Runde gewinne, dann ist es sozusagen aus für Tribunio und er muss sozusagen die Bestrafung... Ey, ist das dein Ernst? Ist das, Junge, auf jeden Fall, Freunde, will ich sagen, Tribunio, bist du bereit? Junge, Alter, fick dich, Alter. Mir ist jetzt scheißegal, ich komme jetzt auf dich zu. So. Zack. Okay, jetzt hast du es übertrieben. Du darfst kein Goldapfel essen. Wieso? Ist verboten. So. Und Freunde, ihr müsst ja eigentlich wissen, ich bin eigentlich ziemlich kacke im PvP, weshalb ich auch eigentlich gedacht habe, dass ich hier bei diesem Format die meisten Bestrafungen abstauben werde. Aber ich muss wirklich sagen, Tribunio ist um einiges schlimmer. Und man sieht es ja auch gerade. Weil, dass ich hier gewonnen hätte gegen Tribunio, hätte ich eigentlich nicht gedacht, da er eigentlich besser ist als ich. Also, glaube ich zumindest. Nein. Und, nee, bist du nicht? Nein. Oh, ich war früher mal gut, aber jetzt bin ich... Ja, das war bei mir auch so. Früher war ich echt wirklich der Killer. Aber ich glaube, das lag einfach daran, dass früher nur Kinder gespielt haben. Und mittlerweile wird die Minecraft-Community ein bisschen älter. Zumindest kommt es mir so vor, weil ich ja auch sozusagen meine Fanbase habe, mit denen ich auch manchmal im TS rede. Und die sind meistens auch ein bisschen älter. Oh, nice. Meistens sind die auch älter als ich. Und deswegen würde ich sagen, Tribunio, das war's jetzt für dich. So, hat sogar gereimt. So, zack, zack, zack. Nochmal mit Lava setzen. Scheiße, die ist absolut nicht reingefallen. Aber Freunde, wir haben gewonnen. 3 zu 0 K.O.-Sieg. Und ja, Freunde, ich würde aber sagen, wir kommen jetzt zum Ende und somit auch zur Bestrafung, die der liebe Tribunio dann sozusagen ausführen muss. Und ja, Freunde, bis gleich. So, Freunde, wir sind jetzt sozusagen bei der Bestrafung, beziehungsweise beim Ende. Und die Bestrafung, die lautet genauso. Und zwar muss der Verlierer, Freunde, der Verlierer muss sein eigenes Intro singen, beziehungsweise summen. Und da der liebe Tribunio kein Intro hat, muss er sich einfach ein Intro ausdenken. Wo bist denn du jetzt hin, Alter? Bist du Fly oder was? Bist du abgehoben? Ja. Auf jeden Fall muss er sich jetzt ein Intro aussuchen, beziehungsweise irgendein Lied aussuchen, was er dann in seinem nächsten Video verwendet, um das dann sozusagen als Intro reintut, etc. Ich glaube, ihr versteht schon, was ich meine. Auf jeden Fall, der Verlierer muss sein Intro singen. Und viel Spaß damit, Tribunio. Ich würde sagen, schaut bei ihm vorbei. Schaut euch dringend das nächste Video von ihm an. Denn das wird sozusagen mit gesungenem Intro sein. Und ich hoffe, du blamierst dich da richtig. Und ja, Freunde, falls euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert unsere beiden Kanäle, um nichts mehr zu verpassen. Und wie schon gesagt, Freunde, schaut beim Tribunio vorbei. Und ich würde sagen, macht's gut. Euer Psyok. Tschüss.